Gerade erst hat Audi die neue A4-Limousine vorgestellt. Da dürfen wir schon den A4 Avant testen. Von der A4-Limousine waren wir wirklich überzeugt. Jetzt wollen wir jedoch herausfinden, was kann der Avant, was die Limousine nicht kann. Die neue Audi A4-Limousine überzeugt besonders durch ihr ausgezeichnetes Fahrwerk und die präzise Lenkung. Ihren modernen Innenraum, die sparsamen Motoren und die Vielzahl von Assistenz- und Sicherheitssystemen finden wir nun auch im A4 Avant. Entsprechend wird das Urteil für den Kombi ausfallen. Doch kann er auch beim Exterieurdesign mit der Limousine mithalten? Wenn wir über Kombi sprechen, dann meinen die meisten Menschen, ein Kombi kann nicht sportlich sein, der kann nicht stylisch sein. Wenn wir uns jedoch den neuen Audi A4 anschauen, dann gucken wir mal hier, der ist sehr dynamisch, sehr sportlich an der Front. Und wichtig ist, bis zur B-Säule ist es das gleiche Auto wie bei der Limousine. Was toll ist, der Wagen verliert, auch wenn wir weiterschauen, nach hinten raus, überhaupt nichts an Form. Wir haben nach wie vor ein sehr stylisches, sehr dynamisches, sehr flach und gestreckt wirkendes Auto. Und das trotz des sehr großen Kofferraums. Was wir also hier sagen können, das Vorurteil, dass ein Kombi nicht stylisch sein kann, zählt hier nicht. Bisher liegt der Avant mit der Limousine gleich auf, bietet jedoch mit seinem großen Kofferraum mehr Flexibilität. Hier im Avant habe ich deutlich mehr Raum und natürlich auch etwas mehr Auto hinter mir als in der Limousine. Was uns interessiert, hat das einen Einfluss aufs Fahrverhalten? Da muss man ganz ehrlich sagen, der Diesel läuft gut, man ist sportlich und auch komfortabel unterwegs. Das gleiche gilt hier im Avant, auch fürs Fahrverhalten mit dem TFSI-Motor. Die Lenkung ist genauso direkt, genauso präzise und auch das Fahrwerk ist ebenso absolut erstklassig. Damit ist die Frage beantwortet. Es gibt eigentlich keinen nennenswerten Unterschied zwischen dem Fahrverhalten im Avant und in der Limousine. Dem Fahrverhalten schadet der zusätzliche Raum folglich in keiner Weise. Nun aber zum großen Pluspunkt des Avant. Wenn wir über einen Avant reden, dann reden wir natürlich auch über den Kofferraum, denn darauf kommt es an. Hier beim Audi A4 geht der Kofferraum elektrisch auf, das ist Serie. Nicht Serie ist die Sensorik, mit der ich das mit dem Fuß machen kann. Was aber Serie ist, ist wiederum hier die Abdeckung, die sich automatisch öffnet oder anhebt, sobald ich den Kofferraum aufmache. Das heißt, ich kann hier sehr schnell und sehr einfach ran, habe eine äußerst niedrige Ladekante, nämlich nur 63 cm. Und die ist auch noch geschützt durch ein Blech, das heißt, sie zerkratzt nicht. Wenn ich mehr Höhe im Kofferraum brauche, kann ich einfach die Abdeckung hier wegnehmen, habe hier ordentlich Platz, das reicht sogar für einen großen Hund. Wo ist der Hund? Unser Ersatzhund. Wie wir sehen, hat unser Tonmann hier reichlich Platz im Fahrzeug. Aktuell sind es 505 Liter. Das wird sogar noch mehr, nämlich in dem Moment, wo ich die Rückbank umklappe, wächst das Volumen des Autos hinten im Kofferraum auf 1510 Liter. Und das ist wirklich reichlich. Selbst er hat genug Platz. Und das ist etwas, das kann ich mit einem Kombi tun, aber nicht mit einer Limousine. Beide Karosserievarianten bieten unter anderem dank optionaler Luftfederung, perfekter Lenkung und großer Motorenpalette reichlich Fahrspaß und lassen nichts vermissen. Einzig der persönliche Geschmack oder eventuell der Preis wird demnach wohl den Ausschlag für die Modellwahl geben.